Hallo liebe Freunde des gepflegten Panzerfahrsports und willkommen zurück zu World of Tanks. Heute habe ich eine Runde im Progetto 65 für euch dabei. Das ist der Tier 10 Medium der Italiener. Diese Runde bin ich vor anderthalb, zwei Wochen im Livestream gefahren. Also es könnte sein, dass ihr die schon kennt. Trotzdem möchte ich euch die gerne nochmal zeigen. Denn ich muss sagen, und das habe ich ja auch schon mal in vorhergehendem Video gemacht, ich mag diesen italienischen Panzer wirklich sehr. Und auch wenn ich relativ selten Tier 10 fahre und ich doch zwar einige Tier 10 in der Garage habe, gehört er aber auf jeden Fall zu den Panzern dazu, dass wenn ich mal Tier 10 fahre, dass ich dann ihn zum Beispiel fahre. Es gibt auch genug 10er, die ich habe, die ich nicht fahre, weil ich entweder eine schlechte Mannschaft drauf habe oder die, wo ich sage, ich habe einfach keine wirkliche Lust drauf. Dazu gehören eigentlich im Moment gerade alle Heavys, wo ich mich irgendwie schwer tue. Das ist vielleicht auch einfach so ein Kopfding gerade bei mir, aber grundsätzlich bin ich auf Tier 10 dann eher Fan von einem TD oder halt von einem Medium. Und der hier gehört auf jeden Fall dazu als Medium. Er hat die typisch italienische Autoloader-Mechanik. Das heißt, man muss ihn nicht komplett neu laden, sondern sobald man eine Granate rausgeschossen hat, fängt der Reload an. Und wenn man dann nicht nochmal weiterschießt, dann wird quasi die nachgeladen. Wenn man nochmal nachschießt, dann wird der Reload unterbrochen. Und dann wird halt dann bei zwei Granaten angefangen nachzuladen. Der Schuss hier oder die beiden Schüsse auf den Petten waren mir wichtig, dass er da schon mal ein paar Hitpoints verliert. Trotzdem bleibe ich erstmal ein bisschen passiv, um zu warten, dass mein Team nachrückt. Aber wir sehen hier schon auf der Minimap, wir haben hier auf jeden Fall den Kanonenvorteil und den sollten wir nutzen. Und die Erfahrung sagt auch, dass wenn man hier vorne reingefahren ist, also zumindest ist es meine Erfahrung, dass man da sehr, sehr häufig, dort hier auch durch die Linie durchkommt, wenn der Gegner nicht gerade einen extremen Kanonenvorteil hat hier auf der Seite. Und hier habe ich mich jetzt mal komplett leer geschossen, alle vier Granaten rausgehauen, weil ich einfach den Schaden anbringen wollte. Das hat aber bei den Italienern dann den Nachteil, dass man dann die DPM richtig in den Keller bringt, denn im Gegensatz zu einem normalen Autoloader wird dann die Nachladezeit mit jeder Granate, die man aus dem Magazin rausschießt, immer umso länger. Das heißt, eine Granate raus, braucht die 10 Sekunden Stock. Wenn zwei Granaten raus sind, braucht man 12 und dann die letzte wieder 10. Wenn es drei sind, sind es 14, 12, 10. Und wenn alle vier Granaten raus sind, sind es 16, 14, 12, 10 Sekunden. Und dementsprechend sollte man versuchen, sich immer noch eine Granate aufzuheben oder halt immer nur zwei oder drei oder eine rauszuschießen. Einfach, damit man die DPM nicht so in den Keller bringt. Man muss das ein bisschen situationsabhängig machen. Natürlich gibt es einfach Situationen, wo man Schaden farmen will und vielleicht auch muss, weil man ansonsten rausgeht. Schöner Snapshot hier übrigens auf die Badget. Aber in den normalen Spielsituationen ist es auf jeden Fall ratsam, sich eine Granate im Magazin zu behalten. Sonst, wie gesagt, geht die DPM extrem in den Keller. Kanonentechnisch der Panzer, eine 10,5 cm Kanone, trotzdem nur ein Alpha von 360. Sehr präzise mit 0,33 Stock, 2,1 Sekunden Stock Einzielzeit, 9 Grad Gun Depression, 268 Pen auf der Standard, das ist APCR und die Premium ist Heat mit 330 Pen. Schieße ich aber auf dem extrem selten, weil einfach man dann komplett nachladen müsste oder umladen und das ist halt dann wie gesagt doch ein bisschen anders als auf dem normalen Autoloader, wo man halt eh irgendwann mal das komplette Magazin reloaden muss. Und deswegen benutze ich hier die Premium-Munition extremst selten. Unser Team ist jetzt hier durch die Medline, durch die Wasserstraße durchgedrückt auf Live Oaks. Der Gegner steht jetzt in der Stadt, aber wer die Meta auf der Karte kennt, der weiß, das Ding ist im Grunde für den Gegner fast nicht mehr gewinnbar, es sei denn, unser Team verkackt es hier richtig hart. Der Gegner versucht es auch gar nicht erst auf den Jagdpanzer und auf den Type 5 da zu drücken. Im Hintergrund steht noch eine Grille und hier muss jetzt dieser italienische Gegner einfach mal raus. Mache ich hier meinen ersten Kill, 3600 Schadenspunkte und es steht 6:4. Also rein kanonentechnisch ist es hier noch relativ offen, aber der Gegner ist ja schon massiv unter Druck. Und hier merke ich erstens noch Reload. Ich brauche mindestens zwei Granaten für den. Außerdem reicht die Gun Depression hier nicht. Deswegen fahre ich jetzt den längeren Weg. Das Objekt drückt da jetzt drüber und ja, machen einen leichten Low-Roll, aber kann nochmal Schaden machen. Und habe jetzt noch zwei Granaten. Die dritte ist gleich nachgeladen und dann bin ich gleich wieder
voll. So, Objekt, IS-7. Da komme ich jetzt überall nicht drauf. Stehe ich ja zu tief. Und wenn ich hochfahre, riskiere ich halt von allem, was da hinten steht, Schüsse zu bekommen. Außerdem ist hier noch irgendwo eine Bedjet. Und dementsprechend fahre ich jetzt der Bedjet mal ein bisschen entgegen. Beziehungsweise will dann vielleicht versuchen, hier so ein bisschen Flankenschüsse zu setzen. Aber huch! Hallo, FV! Und hier fängt jetzt die Kanone das erste Mal an, mich so ein bisschen zu trollen. Und das ist natürlich ein bisschen scheiße. Hab jetzt auch direkt den zweiten Schuss sein lassen, weil der FV auch gleich in meine Richtung geguckt hat. Versuch's von einer anderen Position und hier, naja, gut, okay, fahrt zu weit hoch. Der FV snappt, trifft mich und ich schieße hier halt alles weg, nur dass ich den FV nicht treffe. 3 Granaten hier für den Arsch. Repariere jetzt hier und warte einfach, bis ich wieder nachgeladen bin. Panzerungstechnisch, der Turm, obwohl er so gerundet ist, in der Front kein großes Problem für die Gegner. Die Oberwanne, die ist dann schon eher ein Problem, aber nicht, weil sie mega dick ist, sondern einfach nur, weil sie einen sehr, sehr guten, effektiven Winkel hat. Und da kann schon sehr viel bouncen. Auch die Unterwanne ist sehr, sehr gewinkelt. Und da kann schon mal mit Glück was bouncen, beziehungsweise kommt der Gegner einfach in den Autobounce-Winkel. Wie ich das Objekt hier in dem Winkel in der Seite durchschlage und anzünde, ist mir ein Rätsel. Aber ich kann mein ganzes Magazin in das Objekt entladen. Das war jetzt so ein Moment, wo man wirklich mal also den ganzen Clip halt benutzen sollte, um den Gegner rauszubekommen. Ich sag ja auch, dass ich im Reload bin. Das Objekt 430 bestätigt das mit verstanden. Also ich arbeite hier mit ihm jetzt mittlerweile auch ganz gut zusammen. Und es sollte, glaube ich, auch noch eine Situation kommen, wo ich ihm ja noch den Arsch rette. Da ist jetzt die Foch. Auf den TD kommen wir nicht, denn Haus im Weg. Und jetzt muss man mal gucken. Jetzt ist immer noch der FV da. 2 IS-7, eine Bedjet. Es steht 10 zu 9. Also ihr seht schon, die Runde auch jetzt noch alles andere als sicher gewonnen. Der Gegner hat es ja doch ganz gut gemacht, so ein bisschen das Ding am Laufen zu halten für sich. Wir haben den Vorteil, den wir hatten, aus der Medline nicht so richtig ziehen können. Trotzdem natürlich der Gegner hier in einer schlechteren Position. Denn wenn er uns hier raus haben will, muss er erstmal direkt auf uns drauf fahren. Und jetzt steht hier halt eine Grille, ein Objekt und mich, der komplett nachgeladen hat. Und dementsprechend, ja, hat er hier keine große Chance. Der IS-7 versucht jetzt drauf zu drücken. Das Objekt ruft nach Hilfe. Und so ein IS-7 hier jetzt in die Seite, das ist jetzt kein großes Problem. Und kann hier 3 Granaten in den IS-7 reindrücken, kann ihn auch rausnehmen und bin mittlerweile bei fast 6000 Schadenspunkte. Und der einzige Gegner, vor dem ich eigentlich noch wirklich Angst habe, ist der FV. Der ist jetzt im Gefecht verloren, hat sich eventuell selber gesplasht und jetzt ist es im Grunde nur noch Formsache, hier die Bedjet und den IS-7 rauszubekommen. Das Objekt schickt mir jetzt noch eine Anfrage, eine Platoon-Anfrage, ist eigentlich im Moment gerade ein bisschen... ja, bringt nichts, denn er braucht noch 2 Kills. Also er müsste hier beide einen Gegner rausnehmen. Hier, weiß ich nicht, war die Leitung meines Gehirns ein bisschen zu lang. Da habe ich einfach viel zu spät den Schuss auf die Bedjet gesetzt. Also völlig sinnlos, aber hat auch keinen Nachteil. Ich bin wieder nachgeladen und dementsprechend alles gut. Was man hier, ich mache mal kurz auf Pause, damit wir die letzte Situation nicht verpassen. Was man hier halt gut sieht... Wenn ich jetzt ein normaler Autoloader gewesen wäre, hätte ich jetzt das Problem gehabt, dass ich jetzt halt eine Granate aus dem Magazin raus habe und ich müsste das komplette Magazin nachladen, um wieder voll zu sein. Und deswegen sage ich für mich persönlich, finde ich die Italiener mit ihrer Autoloader-Mechanik ab Tier 8 eigentlich die besseren Autoloader, wenn man sich immer so ein bisschen im Gedächtnis behält, dass man sie nie komplett leer schießen sollte, beziehungsweise halt nur in Situationen, wo es wirklich notwendig ist, beziehungsweise wo halt wirklich der Clip, also den Schaden auch macht und wo ich aber auch weiß, dass ich jetzt danach nicht direkt wieder in einer Drucksituation bin und Granaten brauche. Ansonsten, wenn man das im Hinterkopf behält, sind diese Panzer richtig, richtig starke Mediums. So, jetzt hier die Bedjet. Die kann natürlich mit ihrem Clip uns alle mal richtig wehtun. Ist gerade noch gestunt gewesen von der Arti. Und ich gehe im Grunde jetzt so ein bisschen YOLO, das Objekt, von der einen Seite. Und ja, ich kriege einen Schuss in den IS-7 rein. Und ich weiß nicht, wie ich die Bedjet dort rausgenommen habe. Der Schuss war, ich weiß nicht, Serververzögerung. Es war auf jeden Fall sehr, sehr verwunderlich. Ich habe selber nicht richtig verstanden im Livestream, als ich
die Runde da, also diesen Schuss gesetzt habe. So, und jetzt kommt hier noch der IS-7. Ich bounce einmal, Objekt verschießt. Aber erster Schuss drinne, zweiter Schuss drinne. Und damit ist der IS-7 oder die IS-7 hier Geschichte. 5 Kills über 7000 Damage-Punkte. Und in der Auswertung sehen wir dann, das war ein Panzerass und das war auch mein erstes Panzerass auf dem ProGhetto M40 Mod 65. Ich mache hier den Schläger, den Kämpfer, das Wirkungsfeuer und Großkaliber. Für die Top Gun hat es leider nicht mehr gereicht, waren einfach zu wenig Panzer am Ende übrig. 7000 Schadenspunkte, 5 Kills, 1349 Basiserfahrungspunkte. Also ich glaube, das sind Werte, da braucht man sich nicht zu verstecken. Auch von den Erfahrungspunktenwerten muss man sagen, das ist für Tier 10 schon relativ gut, denn man darf halt nicht vergessen, man kämpft halt maximal gegen die gleiche Tierstufe. Und da ist es immer extrem schwer, auch sehr, sehr hohe Erfahrungspunktewerte zu bekommen. Denn es hängt natürlich auch davon ab, an was für Tierstufenpanzer man den Schaden oder die Kills macht, wie viel Erfahrungspunkte man bekommt. Es kommt mir halt hier ein bisschen zugute, dass es eine Tier 10-Only-Runde war und dass ich den Schaden nicht auf 9er oder 8er gemacht habe. Ohne Premium-Account und halt in Anführungszeichen nur Standard-Munition sind es 43.900 Credits plus. Wir dürfen aber nicht vergessen, ich spiele die Kiste mit den Premium-Verbrauchsgütern. Die sind jetzt hier nicht mehr mit dabei, weil ich dann noch welche auf Lager habe. Man musste also nochmal 20.000 abziehen. Ist trotzdem ein Plus von fast 24.000 Credits. Wir machen noch 1.600 Spotting oder Unterstützungsschaden. Das geht natürlich auch in die XP-Berechnung mit ein und insgesamt 2.024 Erfahrungspunkte. Ja, der ProGhetto auf Tier 10 oder Bogetto, wenn man es richtig ausspricht, auf Tier 10. Ein sehr, sehr schöner Medium meiner Meinung nach. Wie gesagt, die Autoloader-Mechanik bei den Italienern, die sind für mich die besseren Autoloader. Das mag der ein oder andere von euch vielleicht anders sehen, aber mir gefallen sie auf jeden Fall sehr gut. Der Grind, ja, es gibt halt Panzer, die sind nicht so geil. Also gerade mit dem Sima habe ich mich schwer getan. Aber wenn man einmal den 8er hat, und auch der 9er und wie gesagt der 10er, die machen schon sehr viel Spaß. Und das lohnt sich dann halt schon mit, wie gesagt, dieser Autoloader-Mechanik. Wenn es euch wie immer gefallen hat, lasst mir ein Däumchen nach oben da. Schreibt eure Meinung zu dieser Runde gerne in die Kommentare. Und dann sehen wir uns wieder zu einem der nächsten Videos. Macht's gut, ciao, ciao. Euer Oher.